Herzlich willkommen. In diesem Videokurs geht es um Gefühle und Emotionen. Sie kennen alle zu auf Gefühle und Emotionen. Die Frage ist, was steckt dahinter? Wie real sind diese Gefühle und Emotionen? Werden Sie wahrscheinlich gleich sagen, sehr real, weil die fühlen sich sehr, sehr real an, weil die ganze Biochemie des Körpers da mitspielt. Die Frage ist mehr, was haben diese Gefühle oder Emotionen tatsächlich mit dem zu tun, was jetzt hier wirklich ist? Und was haben diese Gefühle und Emotionen mit dem zu tun, was sie wirklich sind? Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, wie kann es sein? Wie kann es sein, dass die Emotionen und Gefühle nur ein Ergebnis sind von einer Illusion? Das erscheint alles andere als illusionär, wenn Sie sich stark ärgern, wenn Sie Angst haben, wenn Sie eifersüchtig sind. Aber auch, wenn Sie sich über irgendwelche Dinge extrem freuen. Ja, da erleben Sie dieses Gefühl und es erscheint allen Menschen oder vielen, vielen Menschen sehr, sehr real zu sein. Wenn Sie jetzt noch mal ein bisschen genauer hinschauen, ist es ja recht seltsam, dass, bleiben wir zum Beispiel mal bei dem Beispiel Ärger, wenn Sie sich über irgendwas ärgern, was jetzt da gerade draußen passiert, dass neben Ihnen Menschen stehen können, die die gleiche Situation sehen, die sich komischerweise gar nicht ärgern. Genauso kann es sein, irgendwas geschieht, Sie sind extrem wütend. Nebendran sind wieder Menschen, die sehen die gleiche Situation, die sind nicht wütend. Dann gibt es Situationen, wo aber jemand neben Ihnen unglaublich emotional reagiert auf etwas, bei Ihnen passiert überhaupt gar nichts. Haben Sie sich die Frage schon mal gestellt? Wie real können dann die Gefühle sein? Also wie können die tatsächlich zu der Situation, die jetzt hier ist, können diese Gefühle da tatsächlich dazu passen? Und die Frage ist dann, was ist das in Ihnen, was auf diesen bestimmten Reiz, der dort eine Situation sein kann, ein Mensch oder was auch immer, was ist das in Ihnen, was da reagiert?